So kann alles, was du dir in deinen Gedanken vorstellst, Realität werden. Glauben ist Wissen, Wissen ist Macht. Das Manifestieren von Wünschen und Zielen muss dringend entmythisiert werden. Was nach wie vor klingt wie ein esoterischer Cliffhanger, ist im Grunde nichts anderes als das Aneignen eines positiven Mindsets. Business Coach und Trainer von Hochleistungssportlern verfolgen diesen Ansatz mittels autogenem Training seit Jahren. Wer gewinnen will, muss sich als Gewinner sehen. Das beste Ausdauer- und Krafttraining nützen nichts, wenn wir selbst im tiefsten Inneren nicht überzeugt davon sind, dass wir es mit Bestzeit durchs Ziel schaffen. Es gibt inzwischen zahlreiche Berichte von Erfolgsmenschen, die mit ihrem Geheimnis nicht länger hinterm Berg halten. Es ist nämlich keins. Sie haben irgendwann das Manifestieren und Visualisieren für sich entdeckt. Schon die Lehren Buddhas hielten in aller Klarheit fest: Deine Gedanken erschaffen deine Welt. Der Unternehmer und Visionär im besten Wortsinn, Walt Disney, konkretisierte diese Erkenntnis und sprach ein großes Wort gelassen aus. Alles, was wir uns in unseren Gedanken vorstellen können, kann Realität werden. Das Manifestieren ist also kein hipper New Age-Trend, der in überteuerten Wochenendseminaren an Sinnsuchende verkauft werden soll. Es ist eine Wahrheit, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wir möchten dir hier daher ein paar Inspirationen liefern, wie du das Manifestieren für dich und dein Leben bestmöglich nutzen kannst. Nummer 1. Wir wünschen uns nichts, das es nicht gibt. Die meisten Menschen teilen ähnliche Sehnsüchte: Gesundheit, Sicherheit, finanzieller Wohlstand, Selbstverwirklichung und natürlich Liebe stehen ganz oben auf den Wunschzetteln aus aller Welt. All diese Dinge gibt es bereits. Sie sind sogar im Übermaß vorhanden und nur ungerecht oder suboptimal verteilt. Fülle und Überfluss sind sogar vorherrschend auf dieser Welt, da wir nicht dazu bestimmt sind, in Armut und Kargheit unser Dasein zu fristen. Wenn wir uns nun also dem Manifestieren und Visualisieren widmen, ist es schon von vornherein kein Ding der Unmöglichkeit, diese Sehnsüchte zu erfüllen. Die dafür notwendigen Basics sind vorhanden, sie gehören im Moment nur nicht uns. Stell dir das Universum wie das Warenlager eines gigantischen Online-Händlers vor. Alles, was dein Herz begehrt, ist dort in rauen Mengen vorrätig. Du musst nur deine Bestellung aufgeben und dich in Geduld üben. Den Rest erledigen die universellen Schicksalsgesetze, deine Gedanken und Gefühle. Nummer 2. Am Anfang steht der Glaube. Nimm dir zu Beginn dieser Reise ein paar Augenblicke Zeit. Erinnere dich daran, wie oft im Leben du schon Glück hattest oder sich Zufälle ergeben haben, von denen du profitieren konntest. Welche Meilensteine hast du bereits erfolgreich hinter dich gebracht? Wann hattest du stets das Gefühl, dass die Dinge sich zu deinen Gunsten entwickeln? Du wirst sehen, das Leben war bisher schon sehr gut zu dir. Es gibt also keinen Grund, nicht daran zu glauben, dass es noch besser werden kann. Du musst diesen Gedanken jedoch nicht nur zulassen, du musst ihn fühlen. Selbstzweifel oder Unkenrufe aus deinem Umfeld sind hier kontraproduktiv. Wenn dir irgendwann einmal jemand eingeredet hat, dass du etwas nicht kannst oder für deine Träume nicht gut genug bist, schreib diesen negativen Glaubenssatz auf ein Blatt Papier und verbrenne es. Es soll sich in Rauch auflösen und dich am Weg ans Ziel nie wieder behindern. Wenn du das noch nicht so recht glauben kannst, hol dir Biografien berühmter Leute. Du wirst feststellen, kaum ein großartiger Lebensweg verlief konstant linear und wurde diesen Persönlichkeiten bei der Geburt in die Wiege gelegt. Sie alle hatten aber eines gemeinsam, einen Traum, für den es sich zu kämpfen lohnte. Sie glaubten daran und sie glaubten vor allem an sich selbst. Nummer 3. Wo bin ich und wo möchte ich hin? Der römische Philosoph Seneca prägte einst den weisen Satz: Kein Wind ist günstig für jemanden, der den Hafen nicht kennt, in den er segeln möchte. Will sagen, du musst dir im Klaren darüber sein, was konkret du erreichen willst. Hier helfen ein Blatt Papier und ein Stift. Schreibe alles auf, was dir spontan zu deinem noch fiktiven Traumleben einfällt.
Male Bilder, klebe Fotos aus Zeitschriften darauf und gestalte so ein Visualisierungsboard, auch Moodboard genannt. Es gibt bei dessen Gestaltung keine Tabus. Es ist völlig in Ordnung, teure Luxusjachten, die Kronjuwelen oder George Clooney darauf zu verewigen. Du musst dir schwarz auf weiß demonstrieren, was dein Kopf sich vorstellen kann. Dann erst wirst du erkennen, welch ungeahntes Potenzial in dir steckt. Nummer 4. Ohne Fleiß kein Preis. Das Manifestieren und Visualisieren müssen zur täglichen Routine werden. Ähnlich wie autogenes Training im Sport oder Business Coaching erfordert es viel Übung, sich mit seiner Zukunft auseinanderzusetzen. Nutze möglichst jede freie Minute dafür, dir dein künftiges Traumleben in allen Farben des Regenbogens vorzustellen. Spüre den Erfolg, das Glück und die Liebe, die Anerkennung und den Stolz, wenn alles so eingetroffen ist, wie du es dir immer gewünscht hast. Nummer 5. Niemals aufgeben. Bring dein Moodboard gut sichtbar irgendwo in deiner Wohnung an. Es ist wichtig, dass du dir deine Ziele stets vor Augen hältst. Erzähle möglichst niemandem von deinen Plänen. Die meisten Menschen würden dich wahrscheinlich im besten Fall belächeln. Im schlimmsten Fall versuchen sie, dich davon abzubringen. Du erzielst den größeren Effekt, wenn du sie letztendlich mit dem Ergebnis konfrontierst. Zwischendurch von Zweifeln heimgesucht zu werden, ist normal. Frag dich dann einfach, aber wieso nicht? Du wirst sehen, eine echte, bombensichere Begründung gibt es dafür nicht. Wer nicht wirklich und wahrhaftig will, findet immer eine Ausrede. Wenn du spürst, dass dir das Feuer und die Motivation abhanden kommen, denk an die Lebensgeschichten berühmter Erfolgsmenschen zurück. Blättere vielleicht wieder einmal in einer dieser Biografien. Kein Mensch kommt als Erfolgsgeschichte auf diese Welt. Manche werden vielleicht reich geboren. In diesen schlummern dann aber ganz andere Sehnsüchte als Geld und materielle Dinge. Schau dir noch einmal in aller Deutlichkeit an, wie oft die Besten der Besten gescheitert sind, abgewiesen oder gar ausgelacht wurden. Das Hinfallen ist am Weg zum Ziel nicht das Problem, das Liegenbleiben schon. Nummer 6. Dankbarkeit praktizieren. Die Dankbarkeit ist das wichtigste Tool, das dir beim Erreichen deiner Ziele zur Seite steht. Sie löst nämlich einen mächtigen Mechanismus aus, der im wahrsten Sinne des Wortes Himmel und Hölle in Bewegung setzt. Das Gesetz der Anziehung. Notiere dir täglich mindestens 3 Dinge, für die du aufrichtig und von Herzen dankbar bist. Diese Übung zeigt dir, wie viel Gutes sich bereits in deinem Leben befindet. Die Folge davon? Du ziehst noch mehr Gutes an. Wer hingegen auf Mangel und Verdruss sein Augenmerk richtet, wird genau diese beiden Spießgesellen zum Verweilen an seiner Seite einladen. Unser heutiges Fazit: Mut zum Risiko. Was uns neben negativen Glaubenssätzen aus der Kindheit und den entmutigenden Wortspenden aus unserem Umfeld am meisten vom Verwirklichen unserer Träume abhält, ist unser Bedürfnis nach Sicherheit. Wir bleiben lieber grauenhaften Umständen treu, die uns jeden Tag die Lebensfreude aus den Adern saugen, als einmal auf Risiko zu spielen und die Brücken am sicheren Hafen in Schutt und Asche zu legen. Sicherheit ist eine gute Sache, solange sie uns nicht im Würgegriff behält und uns die Luft zum Atmen nimmt. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben.